the sea. The teddy bear are here to play. If you don't come play with us. Servus beieinander, ich bin's, der Badwood. Und weiter geht's mit Resident Evil Remastered HD. Wir haben uns ja im letzten Part den Schlüssel hier geholt, der sich dann als Rüstungsschlüssel herausgestellt hat. Somit kommen wir auch endlich mal wieder weiter. Beziehungsweise wir kommen ja eigentlich schon die ganze Zeit recht gut weiter. Aber wir haben jetzt endlich einen Schlüssel wieder mehr, mit dem wir was anfangen können. Und wir haben auch im letzten Part gesehen, wie es aussieht, wenn so ein Zombie auf einen losgeht. Beziehungsweise wenn so ein Zombie relativ schnell auf einen losgeht. Und was diese Super-Zombies dann genau sind. Also hier sind etwas schnellere Zombies. Was aber auch alles ist. Finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Ich hätte eigentlich doch was anderes erwartet. Ja, den lassen wir wieder stehen, den mit den jungen Herren hier. Und schauen uns mal die Türen an, wo überall das Rüstungssymbol eingraviert war. Weil ich habe das, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr in Erinnerung. Das war zum Beispiel nicht die jeweilige Tür. Oder doch? Ah nein, ah okay. Moment, das ist der... die Terrasse gewesen, wo wir quasi die Schlüssel in Invitation bekommen haben. Entschuldigung. So. Und hier passt das schon mal. Vielleicht hat man doch über das Untergeschoss reingehen sollen, nicht über das Obergeschoss, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay, ich gehe doch, glaube ich, einen anderen Weg. Ich könnte jetzt hier bisschen freundlicher aussehen. Ah, okay, Moment, wir kommen von hier, okay. Nehme ich mit. Okay, wieder ein Teil, an den ich mich jetzt gerade nicht erinnern kann. Pflanzen gibt's hier. Dolch nehme ich auch immer gerne mit. Ja, wir haben ein weiteres Mitglied von Team Bravo. Ein weiteres Mitglied von Team Bravo wiederentdeckt. Der gute Forrest hat uns gerade gebissen. Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Wir denken jetzt bei Forrest, glaube ich, eher an ein Spiel mittlerweile. Wir können aber nicht rausfinden. Also unser Kollege hat auch nichts in der Hand. Aber er ist schon eine Weile tot. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er als Zombie wieder aufsteht. Okay. Oh. Oder doch. Ja, das dürfte unser ehemaliger Kollege sein, der aber recht schnell unterwegs ist hier. Und langsam mal. Ich glaube aber, das war's. Können zwar mal eine Pflanze mitnehmen, die bringt uns nicht viel. Mehr können wir jetzt genau nicht tragen. Ne? Das ist doof, ganz ehrlich. Ich bin bei meinem... Okay, anscheinend kann ich ihn gar nicht in die Luft jagen, den Kollegen. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Ja, yeah. Also ich kann das Kerosin hier nicht verwenden. Aber vielleicht... Irgendwas ist der Stuhl weiter, wo er vielleicht drauf gesessen ist. Nee, auch nicht. Okay, das war alles. Kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Das war jetzt ein bisschen wenig. Ich meine, dass er wieder aufstehen würde, war
Na naja, gut, ich habe eigentlich es ausgeschlossen, kurz bevor er aufgestanden ist. Naja, hier sehe ich jetzt aber nichts mehr. Gut, die können wir, wie gesagt, nicht nehmen. Aber hier können wir jetzt auch nichts weiter machen. Also ich kann mir vorstellen, wir brauchen hier irgendwo dann das Pflanzenmittel. Aber ich weiß noch nicht wo, für was. Weshalb, wenn ich ehrlich bin. Also viel muss ich sagen, hat mir das jetzt nicht gesagt. Ich glaube mehr wie... Okay. Ne, wir werden hier irgendwann das Pflanzenschutzmittel brauchen, aber jetzt geht hier wieder links raus und rein. Okay, jetzt. Ich werde erstmal andere Türen mit dem Schwertschlüssel untersuchen. Weil die bringt uns jetzt noch nichts, glaube ich. Ich muss auch sagen, es war ein bisschen Zufall, dass ich da jetzt reingegangen bin. Froh hatte ich es da noch nicht. Und wir können ihn auch für die Tür verwenden. So langsam kommen wir wieder ein Stück weiter, was so schön ist. Sobald mir wieder eine Tür sich öffnen lässt. Und es passiert was. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Richard, what the hell happened to you? Chris. This place. Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Okay. Wir haben jetzt jemanden entdeckt von Team. Noch lebendig. Aber nicht mehr lange, nehme ich an. Und wir sollen jetzt. Gut, dass wir wissen, wo der Medizinraum ist. Weil wir sollen da jetzt ganz schnell hin und. Ja, Medizin holen aus dem Medizinraum. Dann werden wir das doch jetzt auch schnell machen. Ja, jeder, der das Original natürlich kennt, also ich sag jetzt immer Original, ich meine natürlich die PlayStation 1 oder GameCube-Version, der wird wissen, um welche Schlange es sich handelt und warum die Bismarck nur so riesig ist. Im Nachhinein muss man sagen, und ich bin genau jetzt reingelaufen und muss meinen Dolch verwenden. Das darf nicht wahr sein. Ich bin jetzt ein paar Mal wirklich gut an ihm vorbeigekommen und genau jetzt... Ich habe jetzt auch einfach nicht mehr dran gedacht, dass er hier steht. Und renne ihm genau rein. Okay. Tür hat sich vorne noch nicht bewegt. Okay. Oh oh. Wir gehen schnell runter in den Traum einfach, in den Medizinraum. Das braucht uns jetzt nicht zu interessieren. Aber jetzt werden sie zahlreicher. Ich hoffe, wir finden jetzt das Gegenmittel auch so leicht. Weil, naja. Ah, super. Ich kann genau jetzt nicht mehr Berge tragen. Da wir eh nur noch einmal Kerosin hören, aber ganz ehrlich, mir sind die Super-Zombies echt ein bisschen zu. Ich lege jetzt einfach mal das grüne Kraut da drin ab. Weil wir haben noch einmal das Verbundene. Nehmen das Serum und werden jetzt damit wieder zurückkehren. Frage ist, ob jetzt der Zombie die Treppe runtergekommen ist. Ich weiß nicht, ob das die KI schon bewerkstelligt hat zu der Zeit. Heutzutage wäre sie unten. Nein, ist er aber nicht. Aber er wird jetzt hier oben noch irgendwo sein. Genau. Schauen wir mal. Ich glaube, wir können ihn umgehen. Ja, wir können ihn umgehen.
den wir durch diese Tür verlassen und da durchgehen. Das müsste jetzt die schnelle Abkürzung gewesen sein. Naja, fast die schnelle Abkürzung. Aber zumindest eine Abkürzung, ohne nochmal einen Zombie über den Weg zu laufen. Wobei das Geräusch der Raben im Moment, finde ich, auch nicht wirklich besser ist. Die klingen eigentlich genauso eklig wie ein Zombie im Moment. Also ich muss sagen, der einzige Grund, dass man nicht erschrickt oder mit einer Gänsehaut hier durchläuft, ist, dass man ja den Teil eigentlich schon kennt. Ach, da kommt mal die Schlacht, ja. Aber wir können jetzt hier keinen Gegenstand nehmen. Von dem her kann die uns egal sein. Wie gesagt, das Einzige ist, dass mich persönlich, das ist der einzige Grund, dass ich jetzt hier ohne Gänsehaut sitze. Zum einen, von der Atmosphäre her, finde ich, ist nach wie vor was wirklich, oder ist es der stärkste Teil bisher. Also 1 und 2. 3 hat, finde ich, für mich Nemesis schon wieder kaputt gemacht, weil Nemesis war einfach nur dieser Nervenkitzel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber 4 war dann schon überhaupt nichts mehr, also deswegen, also mir macht der Teil wieder richtig Spaß. Schauen wir mal, ob wir den Kollegen noch helfen können mit dem Serum, was ich aber zweifle. Lustig finde ich, dass Rebecca uns gleich angesprochen hat als Kennzeichen. Schon, wir sehen sie jetzt gerade im Moment das erste Mal, aber gut, das ist vielleicht egal bei dem Notfall. Ich hoffe, das ist, was du wolltest. Danke. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard! He's okay. He's just unconscious. Rebecca, it's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm gonna continue my investigation. Be careful. Okay? So, und wir haben jetzt Rebecca vom Rescue Team kennengelernt und ihr geholfen. Normalerweise würde ich jetzt noch eine Runde weitermachen, aber da wir jetzt eh schon am richtigen Raum sind, wo wir jetzt gleich speichern können, kann ich jetzt gleich hier zum Glück den nächsten, oder was heißt nicht zum Glück, leider muss ich hier jetzt den nächsten Cut setzen. This room is equipped with all sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? No, I'm okay. But if something should happen to me, I'm counting on you. No problem. But we're very short on medical supplies, so take care of yourself. Okay, das wollte ich jetzt gar nicht. Dass er mich nochmal untersucht, aber gut, auch das auch zu wissen. Dass wir erstmal nichts verbrauchen müssen, wenn Rebecca in der Nähe ist. Wir können einfach zu ihr rein und uns heilen lassen. Vorausgesetzt, wenn wir mal verwundet sind, wir kommen noch so weit. Und jetzt verwenden wir wieder das Farbband. Und ich kann mich jetzt eigentlich nur verabschieden. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Ich bitte natürlich wieder um einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn es dem nicht so war. Und für Verbesserungen, oder wenn ihr Verbesserungen für mich habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ich wünsche euch somit noch einen schönen Tag. Ciao.